lastig, aber ich versuche es so gut es geht, es mit zu kommentieren. Also, bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Ich bin das Doni und ciao. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vanquish. Ja, kommentieren ist hier relativ schwer, da hier so viel Action abgeht, dass ich mich darauf auch stark konzentrieren muss. Aber ich hoffe, es ist unterhaltsam, diese Action nonstop. Und jetzt gehen wir weiter an der nächsten Folge, also in dieser Folge, beziehungsweise, oh ja, da war auch die Mission zu Ende. Ihr zwei bleibt hier. Ja, Sir. Ihr werdet sterben. Aufhören, wir gehen. Scheiße. Krass, krass. Wir haben letzte Mission ein paar Soldaten gerettet. Und wir haben ein bisschen abgegradet hier alles. Aber dass alles jetzt hier noch weiter funktionieren wird, das hoffe, das werden wir noch erfahren im Laufe des Spiels irgendwie. Oh, Scharfschützengewehr. Ja, und wir kriegen dafür Muni. Und wir hacken mal wieder was. Oh, verdammt. So. Das einer, den helfe ich mir eben. Komm her, Kamerad. Den haben wir. Oh, ich habe gerade wieder eine Trophäe, glaube ich, hier bekommen. Oh, ein Selbstzerstörungsroboter. Krasse Sache das. Na? Geht's dir gut, Colonel? So, da geht's. Scharfschützenmunition. Das ist ja echt. Na, lauf mir auf jeden Fall Flinte rum hier. Ich muss warten, bis es wieder rauskommt. Genau, das war's. Perfekt. So. Okay, okay, jetzt haben wir auch. Die Nasen versuchen zu flankieren. Ich glaube, das war's. Nachladen nicht vergessen zwischendurch. Okay, Scharfschützen wieder auch eingesammelt. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Das war der letzte. Das Sturmgewehr finde ich bis jetzt mit am besten. Neben dem MG natürlich. Alles klar, von oben denken gehen. Gute Sache, das Höhenvorteil ausnutzen.
So, komm schon. Sam, verschwinde! Geschafft. Als Sniper schön von oben. Okay. Ich rette ihn. Verdammt. Mist, verdammt. Wow. What the heck? Haben wir es geschafft? Nein. Ah. Mach das so zu. Lass mich zurück. Mann, da geht ja die Luzi ab, ey. Ey, Karma. Oh, Backe, oh, Backe. Ich glaube, die Tür ist auf. Na, klasse. Gerettet und tot. Okay, ich gebe ihm Deckung. Okay, und keine Muni mehr. Wow. Okay. Haben wir. Der ist auch kaputt. Haben wir. Sieh an, du hast ja plötzlich Eier in der Hose. Hoffentlich bleibt das auch so. Spar dir deine Sprüche, Burns. So, wir huschen eine schöne Deckung zur Deckung. War da einer? Nichts gesehen. Muss ihn nachhaken. So. So, haben wir auch eliminiert. Ich schick dir die Rechnung. Die Eier hier unten ja immer noch rum. Oben ist alles klar. Ein harter Brocken. Ja, kann man laut sagen. Das ist auch nicht ohne Grund Colonel geworden, ne? So, jetzt gucken wir mal die Umgebung ein bisschen an. Ob wir vielleicht noch irgendwas mal finden.
Nee. Die Flinte will ich doch ganz gerne. Scharfschütze will ich doch ganz gerne behalten. Haben wir. So. Oh, Backe. Ah, Mist, verdammt. Den haben wir. Na komm her, Staubsauger. Jawoll. Hat doch wunderbar geklappt diesmal. Jetzt allmählich verstehe ich auch, wie das Spiel funktioniert. So allmählich. Aber ist ganz cool eigentlich. Sehr actionreich. Man hat kaum Atempausen dazwischen. Außer jetzt mal müssen schön durchschnauben. Und jetzt geht's auch gleich direkt weiter. Achso, ich dachte, es kommt eine Zwischensequenz. Das ist ja schlimmer, als ich dachte. Wartet dort. Drei Victory MTW sind auf dem Weg zu euch. Ah, endlich kann man sich auf was verlassen. Eure DARPA-Schienenkanonen sind eine tolle Sache, muss ich schon sagen. Das sieht nützlich aus. Ja, wir haben gerade was eingesammelt. Ich war gerade überlegen, ob ich dieses Scheibenwerfer-Dingsbums nehmen soll. Und dafür das Scharfschützengewehr beiseite legen. Aber ich behalte lieber das Scharfschützengewehr. Ich hoffe, ich finde bald wieder Munition für. Da momentan ist unser Sturmgewehr ziemlich gut dabei eigentlich. Ich muss das noch ein bisschen mehr auftunen. Ich habe jetzt letzter Zeit sehr viel automatisch irgendwie mein Dingsgewehr, mein schweres MG aufgewertet. Aber jetzt geht's weiter. Und ich weiß noch nicht, wie es mit der Health hier funktioniert. Und ich schätze mal da unten, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung. Das muss ich mir, das will ich, glaube ich, nur irgendwie merken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich konzentriere mich hier momentan nur auf die Action. Mann, Mann, Mann. Das geht ganz schön ab, das Game. So, wir haben einen Zwischenstand erreicht. Spreng das Ding weg. Sam, in deinem Anzug befinden sich Sprengkörper. Okay. Mach ich. Sprengstoff gelegt. Kannst die Ladung jetzt. Habe ich gemacht. Boom. Und durch mit euch. So, mal gucken, was uns unten auf uns wartet. Akt 1, Mission 6. Also wir sind immer noch im ersten Akt, sozusagen. In der Einführung. Eigentlich, normalerweise. War gut. Okay, gepanzerte Truppentransporter. Was? Nur einer? Mike 2 wurde vom Feind zerstört. Und Mike 4 hat einen Motorschaden. Ah ja, klar. So, ich muss gut inzwischen euch schnell was trinken nehmen. So, weiter geht's. Also wir haben jetzt nur ein Panzerfahrzeug, das müssen wir jetzt wohl beschützen. Weil es war mal 4, jetzt haben wir nur noch Mike 2. Gut. LFE. Das nehme ich mit. Hm.
Na gut, ich nehme erstmal Sturmgewehr. Ich weiß mir nicht, was die LFE-Waffe ist. So, das sind nämlich so Spinnen-Minen-Roboter. Ich wollte eigentlich nur zur Kiste hin. Dieses Ding will ja einen abziehen. Das Ding nennt sich Qualle. Das ist ein gelenkter Mobilsprengstoff, der locker einen kleinen Bunker in die Luft jagen kann. Das sieht ja keiner dem Ding mehr. Das reißt uns sonst alle in Stücke. Was ist mit dem Tunnel? Keine Ahnung. Hast du eine bessere Idee? Ein Team Pro! Der letzte Treffer wow. Der Elektrik-Befehle. Wir könnten natürlich den Deckungsfeuer brauchen. Ende! Autsch! Ja, komm schon. Ja toll, ich habe keine Muni mehr. Ja, so eine Kackwaffe, diese. Ja, toll. Ich glaube, das Mission ist gescheitert, ja? Glaube. Ja. Okay, nochmal neu vom Kontrollpunkt. Diese komischen Quallen sind ja, weiß ich nicht. Schade, ich kann nicht mal Scharfschützengewehr mal eintauschen. Verdammt. Das ist halt so eine komische LFE-Waffe. Ich habe keinen Plan, was ich mehr machen kann. Naja. Schade. Feinde voraus! Ja. Nicht mehr lange. Ganz ruhig. Ein Kampf hier könnte die Stabilität des Tunnels gefährden. Da war Schlauköpfe. So. In der Kiste war nichts Besonderes drin. Dieses Ding will ja einen abziehen. Das Ding nennt sich Qualle. Das ist ein gelenkter Mobilsprengstoff, der locker einen kleinen Bunker in die Luft jagen kann. Das sieht ja keiner dem Ding näher. Das reißt uns sonst alle in Stücke. Was ist mit dem Tunnel? Keine Ahnung. Okay. Ja, toll. So, jetzt habe ich eine etwas bessere Waffe eingesammelt. Erstmal hier Scheibenwerfer. Ich hoffe, das Ding ist besser als diese LFE-Kanone. Okay. Oh, jetzt auch noch eine Kiste. So, Shotgun. Die zeckt richtig. Jawohl. Das hat doch schon wesentlich besser geklappt. Ich werde, glaube ich, doch die Shotgun ein bisschen behalten. Entweder Shotgun oder Scharfschützengewehr. Okay.
Weiterkommen nicht möglich! Verstanden, Mike 7-2. Aufgepasst! Wir müssen die Barrikade wegräumen und weiter vordringen. Oh, verdammt, ey. Ja, sicher doch, du Hammel. Ich weiß. Ich muss mir was einsammeln. Gebt mir mal schön Deckung hier, Jungs. Ich muss ja gerade wieder was machen. Ladung ist scharf. Das wird für die Barrikade nicht ganz reichen. Du musst noch eine weitere Sprengladung platzieren. Warum ist der Weg noch nicht weit? Kümmert euch darum, sofort. Das nehme ich mit. Bin ja auf dem Weg. Okay, wie soll ich jetzt hinkommen? Okay. Ich frag mich echt nur. Ja. Haut mal schön. Oh, ich blute hier. Ach, da geht's eine Wartetreppe hoch. Toll. Da hoch. Mach mal Platz. Okay, haben wir auch platziert. Ja. Oh, ja. Okay, in der nächsten Folge machen wir diesen Kontrollpunkt nochmal neu. Ja, ist, ja. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin der Stone, bis dann. Ciao.